Heute gibt es wieder eine neue SpongeBob-Folge bei uns. Wir wollen uns ransetzen, die Bikini Bottom in die Stadt zu bauen. Ich habe wieder ein bisschen SpongeBob geguckt und da hatte ich die eine Folge entdeckt, wo Perla ja gerne einen Job hätte. Da wollte sie natürlich ihre Freundinnen fragen, ob sie ihnen was besorgen können in der Mall. Leider konnten sie es nicht, da musste Perla alleine losgehen und da sah man ganz gut, wie groß die Mall eigentlich innen drin ist. Ist natürlich in Minecraft immer ein bisschen schwierig umzusetzen. Trotz alledem richten wir die Mall ein. Wäre natürlich langweilig, wenn wir die nur als Deko hätten. Wir wollen die natürlich auch ein bisschen benutzen können. Alles optimal, wie immer, im Skin-Format gehalten. Da quatschen wir jetzt nicht allzu lange. Wir schnappen unsere Blöcke und dann... Schnapp dir erstmal für den Start ein bisschen roten Beton. Abgezogenes Schwarzeichenholz, schwarzer Beton, weißer Beton, Goldblöcke sind heute dabei, abgezogenes Eichenholz, Fichtenholzstufen, glatte Quarzstufen und Akazienknöpfe. Wir beginnen erstmal mit dem Grund, das von unserem Boot. Dabei fangen wir mit unserem roten Beton einmal an. Ich setze jetzt erstmal drei Blöcke mir hin, gehe zu den Seiten schräg davon, setze mir zwei einzelne Blöcke, auf der anderen Seite ziehen wir das immer gleich hinterher. Dann nehmen wir gleich mal einmal unsere Baumstämme zur Hand, zeichnen uns jetzt zwei schräg davon einmal hin, auf der anderen Seite auch nochmal. Nun setzen wir wieder dreimal unseren Beton einmal ran, ja, auf beiden Seiten mal hinterherziehen. Dann kommt wieder zweimal unser Holz und auf der Vorderseite machen wir auch gleich zweimal Beton hin. Auf der Rückseite machen wir zweimal Holz und setzen jetzt hier 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Blöcke ja, von unserem Beton hier einmal hin. Dann kommt schon wieder zweimal unser Holz und dann wollen wir erstmal auf der anderen Seite nachziehen. Denn jetzt setzen wir jetzt keinen Beton oder sowas hin. Hier kommt natürlich unsere vordere Tür hin. Das machen wir jetzt schon auf eine Dreierbreite insgesamt. Nehmt da eure Goldblöcke und dann zeichnen wir uns so einen kleinen Kreis hier mal an. So, der ist natürlich nicht vollständig, der Kreis. Das heißt, wir fangen ja schon auf der Seite an. Nehmen mal so ein Maß von 3. Dann gehen wir schräg davon, machen uns hier eine Reihe. Und dann kommt wieder so eine 3x3 Fläche, die wir uns hier einmal oben machen können. Und dann geht es schon wieder runter mit dem gleichen Maß. Das heißt, hier kommt wieder eine Reihe. Und dann können wir gleich einen Boden aufsetzen. So, und unsere Dreierfläche hier einmal setzen. Okay, dann haben wir schon mal die Vordertür uns gezeichnet. Jetzt geht es natürlich hier wieder weiter. Das heißt, wir nehmen wieder zweimal unseren Beton, zweimal unser Holz. Und jetzt laufen wir wieder ein bisschen enger. Kommt wieder dreimal Beton, zweimal Holz. So, eine Seite hinterher. Dreimal Beton, zweimal Holz. Ja, dann geht es wieder enger. Setzen dreimal Beton hin und dann laufen wir schon zur Spitze über. Da könnt ihr insgesamt so schräg davon gehen. Macht da einfach drei einzelne Blöcke hin und trefft euch in der Mitte und zack, verstärken wir das hier nochmal. Super, so, jetzt haben wir schon unseren Grundriss. Bevor wir jetzt anfangen, das Ganze jetzt ein bisschen höher und höher zu bauen, nehmen wir erstmal unsere Baumstämme zur Hand und können die Pfeiler erstmal hochziehen. So, die haben jetzt ein Maß von 11 Blöcke. Ein Block haben wir schon, das heißt 10 setzen wir rauf. Ich zähle aber komplett von unten nach oben. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ups, so, 11 Stück. Da ziehen wir jetzt erstmal natürlich das ganze Holz einmal hinterher. Wenn wir denn unsere Baumstämme hier einmal hochgezogen haben, nehmen wir nochmal unseren roten Beton. Jetzt setzen wir eine weitere Reihe einfach auf den Beton, den wir ja schon hier haben. Haben wir den Beton dann einmal ringsherum gezogen, fliegen wir erstmal auf die Vorderseite. Hier setzen wir, würde ich mal sagen, eine kleine Verstärkung einmal an. Und zwar auf der Vorderseite gleich hier mal zack, einen daneben und gleich einen dahinter, sodass hier unser Dreier so bleibt, wie er ist. Okay. Auf der Rückseite machen wir das Spiel auch nochmal, nur dass wir jetzt hier bei unserem Dreier auf der Spitze hier einen hinsetzen und da in die Ecke einen. Auf der anderen Seite auch nochmal. Also ein hier noch ran und daran, dass das Ganze so ein bisschen, sage ich mal, in eine Form kommt. Okay, wenn wir das haben, heißt der nächste Schritt, dass wir jetzt am äußersten Rand auf unseren roten Beton eine schwarze Betonreihe uns setzen können. Haben wir denn auch diese Betonreihe einmal ringsherum gezogen, fliegst du einmal auf die Rückseite. Jetzt haben wir hier eine 5er Fläche und die wollen wir noch ein bisschen mal verstärken wieder. Und zwar setzen wir jetzt hier nochmal drei weitere Betonblöcke einmal an. Und wenn wir das soweit haben, heißt es jetzt unseren weißen Beton einmal zur Hand nehmen und immer am äußersten Rand hier von unserem schwarzen Beton, vom äußersten Rand, also ich meine jetzt natürlich jetzt hier, ihr braucht den Innenbereich jetzt hier nicht ziehen, ziehen wir jetzt unsere weißen Blöcke, unser weißen Beton jetzt genauso hoch, wie wir unsere Baumstämme haben. Das kann jetzt natürlich hier wieder ein bisschen dauern, sich die ganzen weißen Betonblöcke einmal hochzuziehen. Ich mache natürlich jetzt wieder einen kleinen Schnitt. Wenn du natürlich jetzt nicht so schnell bist, halt dir das Video an und dann lass es weiterlaufen, ja, wenn du die ganzen Blöcke heute hochgezogen hast. Komplett brauchtest du eigentlich nicht den weißen Beton hochziehen und zwar auf der Vorderseite über unserer Tür. Denn hier wollen wir natürlich nochmal mit Goldblöcken die letzten vier Ebenen, die wir hier haben, ja einfach diese Goldtafel machen. Da schreiben wir ja später Mall einfach mal rauf. Aber trotz alledem, den Rest mussten wir ja hochziehen. So, jetzt wollen wir das Ganze natürlich wieder ein bisschen bearbeiten. So an den Seiten glatt können wir es nicht lassen.
Wir beginnen da wieder eigentlich auf der Vorderseite. Und zwar nehmen wir wieder unseren weißen Beton und jetzt bearbeiten wir das halt. So, da fangen wir am besten einmal an, dass ich jetzt, würde ich sagen, gleich hier an der Seite mir nur unten eine Blockreihe Platz lasse. Dann verstärke ich das hier einfach mal. Auf der anderen Seite auch. So, Verstärkung hin. Wir setzen dann gleich einmal über unsere schwarzen Linie an. Macht ihr euch einfach drei einzelne Blöcke hin. Dann macht ihr euch hier so eine Dreier-Plattform hin. Und diese Plattform könnt ihr einmal wieder bis nach oben ziehen. So, soweit wie es halt geht. Dann lassen wir davon unten hier zwei Blöcke so Platz und setzen hier nochmal so eine Dreierstrebe hin. Die Vorderseite haben wir jetzt soweit erstmal fertig. Jetzt gehen wir einmal auf die Rückseite. Hier wollen wir es natürlich auch nochmal ein bisschen bearbeiten. So, da setzen wir natürlich auch gleich einmal hier in der Ecke an. So, können wir einmal überstehen lassen, komplett einmal nach oben ziehen. Andere Seite auch, immer gleich synchron mitmachen. Gleiches Spiel auch nochmal hier. Einfach auch wieder hier einmal komplett hochziehen. Andere Seite natürlich gleich einmal mit. Hierdurch hat sich dann natürlich dann wieder eine weitere Ecke gebildet. Da lasst ihr unten zwei Blöcke Platz und könnt das wieder einmal nach oben ziehen. Auf der anderen Seite auch, ne, zwei Blöcke Platz nach oben ziehen. Hier suchen wir uns wieder einmal die Mitte raus. Ich würde mal sagen, den setze ich mir jetzt hier so einen Block hin. Gehe an den Seiten einfach mal so ein Zweier hin und dann wieder an der Seite hier kommt ein weiterer Zweier. So, okay, das können wir dann hier auch wieder einmal zumachen. Somit haben wir dann auch die Rückseite ein bisschen bearbeitet. Jetzt wollen wir oben drauf noch was setzen. Und zwar möchte ich mir jetzt einfach noch ringsrum eine weiße Betonreihe ziehen, die aber einmal übersteht. Dabei machen wir aber immer so die Ecken, wenn wir die jetzt, sage ich mal, hier zum Rumbasteln brauchen, mal wieder weg, ne, dass die dazu frei sind. Einfach nur so eine Blockreihe, die so schräg davon halt über unsere Mauer jetzt hier übersteht. Auf der Vorderseite, da wollen wir es nicht komplett überstehen lassen. Da verbinden wir das hier mit diesen Vorstehenden, den wir haben, dass es vorne einfach drei Blöcke sind. Haben wir dann einmal unsere weißen Betonblöcke rumgezogen, nehmen wir gleich unser Eichenholz und das wollen wir jetzt hier einmal oben drauf nochmal hinlegen. Also, wie gesagt, wir legen es hin, damit halt, sage ich mal, hier keine Abtrennung der Baumstämme kommt. Auf so einen einzelnen Block ist das relativ egal, aber wenn wir mehr als einen haben, legen wir sie einfach hin. Und der letzte Block. Wunderbar. Ja, dann habe ich mir das einmal ringsherum gezogen. Der nächste Schritt wäre jetzt natürlich jetzt hier oben einmal das Deck und zu basteln. Dafür nehmen wir jetzt einfach unsere Fichtenstufen, setzen die einfach auf unseren Baumstammebene hier einmal an. Und dann ziehen wir hier das ganze Deck einmal zu. Mein Deck habe ich jetzt auch einmal zugezogen. Nun nehmen wir wieder einmal unsere weißen Betonblöcke zur Hand. Und wir fangen am besten auf der rechten Seite an. Wir haben ja, sage ich mal, hier oben diese eine Fünferstrebe. Schön hier bei der Mitte. Gehen wir mal nach innen. Jetzt lassen wir hier jetzt einfach mal zwei Stufen Platz. Dann schlagen wir hier fünf Stufen nochmal weg. So, fünf Stück. Da setze ich jetzt meinen weißen Beton einmal rein. Und dann ziehe ich mir hier an den Seiten das Ganze einmal nach hinten weg. Jetzt brauchen wir nicht so allzu viel zählen, denn wir gucken wieder hier bei unserer Fünferstrebe. Ne, schön in der Mitte. Ich setze mir das jetzt nicht komplett einmal nach hinten, denn ich wollte mir hier das Ganze auf der Rückseite ein bisschen abstehen lassen. Und zwar so, dass wir in den Ecken halt immer einen Block frei haben. Dann haben wir hier natürlich diese Dreierfläche. Den Rest, den ziehen wir hier natürlich wieder einmal nach vorne. Wenn wir denn unsere weißen Betonblöcke miteinander verbunden haben, können wir das Ganze jetzt schon auf eine Höhe machen von insgesamt vier Blöcke. Das heißt, hier drauf setzen wir gleich einmal drei weitere Blöcke. Das können wir gleich einmal nach hinten ziehen. Nur hinten braucht ihr das Ganze nicht gleich zumachen, denn hier wollen wir das natürlich ein bisschen noch verformen. Also zieht ihr nur die Seiten erstmal zu, die Rückseite lassen wir offen. Andere Seite müssen wir natürlich einmal hinterher ziehen. Dann gucken wir uns einmal die Rückseite an. So, ich würde sagen, die erste Blockreihe können wir zuziehen und dann erweitern wir es hier oben nochmal um zwei weitere Blöcke. Und da ziehen wir dann komplett einmal zu. Jetzt wollen wir natürlich auch gleich noch hier drauf ein Dach machen. Das heißt, jetzt nehmen wir einmal unsere glatten Quarzstufen. Es ist natürlich schade, dass wir noch keine weißen Betonstufen haben. Ne? Wenn du die natürlich jetzt schon haben solltest, nimm sie dir gerne. Andernfalls, Hälfte aus mit den Quarzstufen. Man sieht zwar immer so ein bisschen, dass die Farbe anders ist, aber naja, damit müssen wir uns halt auch ein bisschen aushelfen. Denn so komplett weiße Stufen, die gibt es ja noch nicht. Minecraft wollte es uns ja noch nicht geben. Aber ist ja egal, die Quarzstufen reichen auch. Okay, dann haben wir das damit auch erstmal erledigt. Jetzt müssen wir mal schauen, was bleibt denn noch übrig? Die Akazienknöpfe. Die wollen wir natürlich auch noch verbauen. Das sollen jetzt einfach nur Nieten werden, die wir jetzt hier einmal bei unserer Tafel in den Ecken einmal platzieren. Und dann vernieten wir natürlich nochmal den Eingang. Da setzen wir auf jeden Block dann hier zack nochmal einen weiteren Knopf einmal hin. Und vergiss nicht, wir wollen natürlich auch noch unsere Mall einrichten, wenn du das natürlich auch noch machen möchtest. Dann setzt auch innen drin dir gleich schon mal die Knöpfe hin. Tja, und dann könnt ihr diese Blöcke erst einmal wieder wegtun. Um dann weiterzubauen, holen wir uns jetzt ganz einfach grauen Beton einmal raus. Steinziegel, Mauern, Treppen, Stufen und Block einmal davon. Also das ganze Material, was wir da so ein bisschen haben. Dann kommen wir natürlich wieder zur Glasfarbe. Meine Empfehlung, türkises Glas. Nimm aber sonst jede Farbe, die du möchtest. Dann holen wir uns noch ein paar Steinknöpfe raus. Poliert ihr an die Treppen und davon nochmal die Stufen.
Dann brauchen wir erstmal das, was wieder am einfachsten geht. Und zwar wollte ich mir auf der Rückseite noch eine kleine Schiffsschraube basteln oder so ein bisschen andeuten, wie sie sie, sag ich mal, auch mal gezeichnet haben. So, jetzt nehmen wir unseren grauen Beton. Hinten setze ich mir jetzt erstmal zwei Blöcke an. Einen freilassen, einen Block hin. Hier beim Freien setze ich mir eine Mauer rein. Darauf Treppe einfach mal. Daran Block. Und dann zum Schiff verbinden wir es nochmal mit einer Mauer. Soll so ein bisschen die Schiffsschraube darstellen. Einfach nur leicht angedeutet. So, dann haben wir das schon mal erledigt. So, dann müssen wir uns entscheiden, was wollen wir als nächstes machen. Ich würde mal sagen, wir verbauen dann erstmal die ganzen Fenster. Kommen wir da aber erstmal zu unserem Eingang. So, wer möchte, kann sich die Tür natürlich gleich einmal zubasteln. Das wäre dann damit, dass ihr euch das Schiff einfach nur als Deko hinsetzen wollt. Dann machen wir dann am besten noch hier so eine Mauer als Strebe einfach mal dazwischen. Lasst es euch zu, wenn es Deko sein soll. Wenn ihr es natürlich nutzen wollt, meine Empfehlung, dann macht euch das auf. Und zwar dieses 3x3 Feld hier drin. Einfach so offen und dann reicht das schon. Eine weitere Mauer innen drin müsst ihr euch nicht unbedingt platzieren, die draußen ist, die reicht schon. Gut, dann kommen wir natürlich gleich zu unseren Bullaugen, die sich an dem Schiff noch überall befinden. Wir machen erstmal die einfachen, die synchron auf Vorder- und Rückseite zu erledigen sind. Und zwar hier einmal zwischen unseren beiden Holzstreben. Schlagen wir jetzt hier nach unserer schwarzen Betonreihe immer so eine Zweierreihe weg. Dazwischen natürlich einen Block wieder Platz lassen. Und dann setzen wir einfach unsere Stufen oben und unten hin. Und damit zeichnen wir uns jetzt hier immer unsere Bullaugen einmal an. Und wie gesagt, das machen wir erstmal wie immer synchron. Das heißt, auch hier auf der anderen Seite ziehen wir die gleich einmal hinterher. Vergiss natürlich nicht die Rückseite, ne? Da fliege ich auch extra nochmal hin. Wir fliegen dann einmal auf die Vorderseite. Hier wollen wir natürlich noch weitere Fenster machen. Und zwar, wir haben jetzt, sage ich mal, hier diese Zweierstrebe. Darüber einen Block einfach hier Platz lassen. So, dann schlage ich mir hier so ein Zweier weg. Schräg davon setze ich mir hier nochmal ein Zweier hin. Schräg davon ein, schlage ich mir hier nochmal ein Fenster rein. War das übersichtlich? Wir machen sicherheitshalber nochmal auf der anderen Seite. So, wir sind hier beim Zweier. Einen Block da lassen, zwei weghauen. Schräg davon, wenn wir hier so gucken, lassen wir hier natürlich zwei Blöcke Platz. Wieder Zweier weg, schräg davon dann hier ein. Schlagen wir darüber auch wieder zwei weg. Ja, wir können mal gucken auf der anderen Seite, ob wir richtig sind. Und wenn das der Fall ist, nehmen wir unsere Stufen und können die hier wieder einmal verbauen. Wenn wir dann die Fenster auch wieder hier mit den Stufen verkleidet haben, fliegen wir einmal rein. Jetzt wollen wir natürlich den nächsten Schritt machen. Das heißt, wir nehmen unsere Glasblöcke zur Hand und setzen jetzt überall, wo natürlich die Fenster sind, unsere Glasblöcke einmal dahinter. Tja, dann haben wir jetzt hier erstmal unsere ganzen Glasblöcke verbaut. Weiter geht es dann natürlich auf der oberen Seite von unserem Schiff. So, fliegen wir mal nach oben. Hier wollen wir natürlich auch nochmal auf der Vorder- und Rückseite Fenster einbauen. Da lassen wir auf der Rückseite jetzt einfach mal zwei Blöcke Platz. Wieder gleiches Maß vom Fenster, mal so diesen Zweier. Dann lasst ihr mal drei Blöcke Platz und dann schlagen wir erstmal hier diese Fenster rein. Insgesamt müssten dann fünf Stück einmal hier oben erscheinen. So, gucken wir mal, ob der Platz reicht. Wunderbar. Und hier haben wir dann wieder drei. Also dieses laufende Maß, das bleibt halt vorne dann noch bei. Und dann haben wir hier fünf Stück. Wunderbar, das passt. Und auf der anderen Seite ziehen wir das natürlich gleich einmal daher. So, immer drei Blöcke Platz lassen und dann hier wieder das nächste Fenster rein. Bei dem Fenster setzen wir natürlich auch hier wieder einmal unsere Stufen dann rein. So, ich bin hier wieder einmal lang geflogen. Überall sind die Stufen drin. Jetzt müssen wir natürlich noch einmal reingehen hier. Nehmen unsere Glasblöcke und verbauen die wieder einmal dahinter. So, das Glas ist erstmal verbaut. Das heißt, hier vorne kann ich mir das einmal wieder zumachen. Ja, dann haben wir jetzt mal die Fenster alle drin. Wer möchte, kann sich die Fenster jetzt natürlich noch gerne verkleiden. Wenn wir das Schiff ja gleich einrichten werden, spielt innen drin die Fenster gar keine Rolle, weil die werden alle zugebaut. Bei mir ist es dann mit schwarzem Beton, damit man halt den Hohlraum in unserem Schiff natürlich nicht mehr sieht. Wenn man sich natürlich so ein Schiff basteln will, die Mall, dass die Fenster natürlich alle auch funktionieren, müssten wir das Schiff so riesig bauen, dass die ganzen anderen Gebäude in unserer Stadt natürlich wieder winzig wären. Von daher machen wir einfach da einen Strich und sagen, wir machen die Fenster zu, dass man da nicht reingucken kann und fertig. Weiter geht's jetzt, dass wir oben drauf jetzt auf unserem Schiff natürlich noch überall die Schornsteine uns einmal basteln. Da fangen wir am besten gleich hinten einmal an beim Schiff und dann arbeiten wir uns nach vorne weg. So, ich lasse mir einen Block Platz, setze mir dann hier einfach mal meine Steinblöcke hin. Hier mache ich jetzt mal zwei Mauern drauf, hier eine und dann nehmen wir immer für oben drauf, würde ich sagen, an die Sitzstufen. Setze ich mir jetzt einen hier hin und hier mache ich mir einfach mal einen Block einfach mal drauf. Dann fliegen wir jetzt hier einmal komplett oben aufs Dach. Wir lassen hinten drei Stufen Platz, dann schlage ich mir hier mal so ein kleines Pluszeichen einfach mal rein. Setze mir dann auch hier mit meinen Steinblöcken, da ist mal das Plus rauf. So, Mitte können wir erstmal hochziehen auf drei Blöcke. So, an den Seiten setze ich mir jetzt hier jeweils zwei Mauern einmal ran. So, auf der Mauer setze ich mir dann hier immer noch einen weiteren Block einmal hin. Und dann setzen wir an den Seiten einfach mal irgendwie die Treppen einmal rauf. Und dann hier können wir einmal ringsherum eine Blockreihe uns ziehen.
und hier oben nochmal eine Andesit-Stufenreihe. In der Mitte hier, jetzt habe ich zwar nur den grauen Beton zur Hand, aber ich kann mir mal kurz hier noch, zack, meinen schwarzen Beton mal nehmen, weil ich möchte gerne, wenn ich so ein Loch habe, zack, schwarzen Beton einfach mal nehmen. Gleich neben den Schornstein kommt der nächste. Wir lassen jetzt einfach mal zwei Blöcke Platz. Dann setze ich mir jetzt hier einfach mal zwei Blöcke hin. Treppe vorne ran, Treppe oben drauf. Zwei Blöcke hier nochmal ran, Stufe drunter. Dann machen wir eine umgedrehte Treppe hier vorne einmal hin und nochmal eine Stufe darunter. Nur, dass so ein Schornstein nach vorne ein bisschen guckt. Vor den Schornstein lassen wir jetzt einfach mal vier Blöcke Platz. Nehmen wieder mal unsere Steinblöcke. Immer im Wechsel. Dann setzen wir jetzt hier immer mal einen Block hin und lassen wieder einen frei. Nehmen wieder unsere Mauern. Ich setze jetzt hier vorne eine rauf. In der Mitte mache ich hier drei hin und ganz vorne zwei. Hier drauf können wir dann wieder einmal unsere Andesit-Stufen platzieren. In der Mitte hier setze ich mir nochmal einen Block hin. Zu guter Letzt kommt natürlich noch ein weiterer Schornstein hin auf der Vorderseite. Nehmen wir wieder einmal unsere Steinziegelblöcke. Ich schlage mir hier mal kurz das Plus ein. So, ich lasse mir jetzt hier auf der Seite hier von unserem Deck drei Stufen Platz. Nach vorne gesehen auch drei Stufen Platz. Dann können wir hier wieder einmal unser Pluszeichen reinsetzen. Und jetzt machen wir wieder so ein bisschen das gleiche Spiel, wie wir es gerade eben da schon hatten. So, ich setze mir wieder an den Seiten hier einfach mal zwei Mauern jeweils hin. Hier oben drauf machen wir jetzt erstmal keine Blöcke. Hier machen wir insgesamt Treppen einmal hin. So, andere Seite auch. Ja, wir könnten das sogar so machen, dass die sich denn hier auch ein bisschen anecken. Ganz hier vorne setze ich mir einen Block einmal hin. Wechsle mal zu den Stufen. Und die Stufen lasse ich mir dann hier einmal nach vorne überstehen. So, hier drauf können wir dann eine komplette Blockreihe uns setzen. Setzen uns eine weitere Blockreihe, nur dass wir diesmal auf der innigen Seite hier zum Schiff eine Reihe freilassen. Hier setzen wir unsere Treppen hin und können darauf dann wieder eine komplette Stufenreihe uns hier einmal langziehen, so bis nach vorne weg. Und ganz vorne nehmen wir wieder einmal unsere Andesit-Treppen. Und zwar formen wir uns jetzt hier, na, müssen wir eigentlich nicht so komplett, nur an den Seiten jetzt hier zack unsere Treppen hin. So. In der Mitte hier machen wir dann einfach mal unsere Stufen hin und dann veredeln wir das nochmal, indem wir hier runter noch eine weitere Stufenreihe machen und einmal da oben drauf. So, dann haben wir auch hier vorne nochmal so einen ganz fetten Schornstein. Tja, aber damit sind wir immer noch nicht fertig. Eine Sache haben wir noch, und zwar unsere Steinknöpfe. Die sind nochmal dazu da, um das Schiff ein bisschen zu vernieten. Und zwar jetzt hier nur oben diese eine weiße Blockreihe, die wir hier überstehen haben. Dabei suchen wir jetzt einfach mal die Mitte. Mitte ganz einfach gefunden. Ihr guckt einfach unten von eurer Tür aus. Geht dann einfach komplett einmal nach oben und schon habt ihr die Mitte. So, jetzt setzen wir mal einen Knopf einmal hin und lassen immer zwei Blöcke zur Seite frei. Und dann kommt gleich wieder der nächste Knopf. Jetzt müssen wir aber ein bisschen aufpassen. Da wir jetzt, sag ich mal, hier so nach vorne laufen, lassen wir mal halt zwei Blöcke Platz, ne, wie gesagt. So, jetzt sind wir hier ganz vorne angekommen. Jetzt müssen wir ein bisschen anders machen. Und zwar setze ich hier ganz vorne in der Mitte eine hin. Und dann haben wir hier so etwa drei Blöcke Platz. Macht aber nichts, weil das ja so ein bisschen eine schräge Ansicht ist. Passt das noch, ne? So, auf der anderen Seite müssen wir dann auch aufpassen, dass wir dann hier den Knopf wieder da anfangen, wo wir sind. Genau. Und dann können wir wieder einfach so machen, wie es ist. Mal zwei Blöcke Platz lassen und dann kommt hier wieder der nächste Knopf hin. Das geht dann hier auch perfekt auf. Wenn wir uns jetzt hier nicht vergucken sollen, seht ihr meinen Fehler? Da, ich habe ja gesagt, wenn man sich ein bisschen verguckt, dann ist das schon zu spät. So, ich mache mir nochmal meine Knöpfe kurz weg. Da habe ich mich schon ein bisschen triggern lassen, da in der Mitte hinten. So, also immer zwei, zwei, zwei. Ja, sonst geht man einfach nochmal hier kurz gucken, habe ich jetzt nicht gemacht, ob wir hier auch wirklich in der Mitte sind. Ah, da ist schon wieder 1 zu 4. Also da muss man wirklich gucken, dass man immer diese 2 hat. Genau, jetzt sind wir hier in der Mitte, wie auf der anderen Seite. Genau, dann passt das. So, dann setzen wir den jetzt da einmal an, also einen Block noch weiter vorne. So, dass wir hier 2 haben und dann hinten in der Mitte. Genau, dann passt das. So, letzter Schliff draußen beim Schiff. Wir wollen oben drauf noch eine kleine Fahne uns einmal setzen. Dafür nehme ich jetzt ein paar Mauern raus, und zwar die tiefen Schiefermauer. So, die setze ich mir hinten einmal hin. Wollte ich mal sagen, da machen wir, na, nehmen wir mal 4 Mauern. Ganz oben setze ich dir nochmal einen schwarzen Knopf einmal rauf. Nimm weiße Wolle für die Fahne. Die machen wir mal auf eine 2er Höhe, das reicht eigentlich. Wäre natürlich jetzt langweilig, wenn wir die Fahne einfach nur so ganz normal so hier draufsetzen. Oh, die machen wir so in einer kleinen Wellenform, ne? Das sieht immer ein bisschen besser aus. Nach der Fahne bleibt natürlich noch eins übrig, und zwar müssen wir natürlich noch einmal hier More draufschreiben. Dafür nehme ich wie immer Banners. Wenn du natürlich jetzt nicht weißt, wie man sich Buchstaben auf Banners craftet, ups,
verlinke ich dir ganz einfach noch natürlich noch ein Video dazu. Dann ist das ganze Alphabet dabei, lernst du gleich jeden Buchstaben. Dann müsste ich eigentlich auch mal bald wieder mal ein neues Video machen, das Ganze mal wieder updaten für 21. Kriegen wir bestimmt wieder ein bisschen schneller hin, das Video, ne, damit wir das auch natürlich leichter immer wieder ins Gedächtnis rufen können. So, dann sind wir draußen beim Schiff erstmal durch. Das heißt, Blöcke tun wir weg und dann gehen wir hier einmal rein. Gar nicht mal so viel drin hier in der Kiste, um es einzurichten. Wir holen uns ganz einfach oxidiertes Kupfer raus. Das ist egal, ob es jetzt gewachst ist oder nicht, weil das ist ja schon die Endform vom Kupfer. Dann holen wir uns noch passend dazu hellblaue Keramik, glatte Steinstufen und den Eichenzaun. Und mir fällt noch gerade auf, bevor die Frage kommt, was ist denn das hier für ein Boden? Violetter Beton und weiße Keramik. Sind so am besten, sag ich mal, die Farben, die auch zum Original der Mall passen, zum Boden. Gut, dann geht's jetzt los, dass wir innen drin jetzt natürlich einmal uns die Wände machen. Wir werden jetzt nicht den ganzen Bereich hier natürlich, sag ich mal, gestalten. Ne? Ist natürlich nicht ganz, sag ich mal, machbar in dem Größenformat, was wir hier haben. Daher nehmen wir jetzt erstmal unser Kupfer. Ich fange bei der Tür an, setze zwei Blöcke daneben hin, zwei nach vorne. Und dann ziehe ich mir das hier eigentlich komplett einmal hinten durch. Ich würde mal sagen, dass wir hier noch so um die zwei Blöcke Platz haben. Gut, also zur anderen Seite ziehe ich mir das dann auch wieder auf dem gleichen Maß. Ich lasse mir das jetzt hier, wir haben ja hier eine Dreiermitte, auf der Seite noch einmal überstehen. Ziehe mir das zur Wand und dann ist es an, ja, auf der anderen Seite eigentlich das gleiche Spiel. Bei der Tür geht's los. Zwei zur Seite, zwei nach vorne. Jetzt zieht ihr das hier so weit, wie es geht. Hier haben wir jetzt aber drei Blöcke oder vier Blöcke Platz. So, ziehe ich mir zur anderen Seite und dann hier wieder synchron, zack. Verbessern wir das. So, auch hier lasse ich es mir einmal überstehen. Wunderbar. Jetzt nehmen wir einmal unsere hellblaue Keramik. Die können wir jetzt darauf einmal platzieren. Na, was heißt einmal? Machen wir gleich zweimal rauf. Auf die Keramik setzen wir dann wieder einmal Kupfer und wir könnten eigentlich nur die Mitte eigentlich damit befüllen. Denn an den Seiten machen wir das jetzt eigentlich gleich mal einmal zu. So, denn das wären ja später die Läden. Und hier machen wir halt die Decke nicht allzu hoch. Dann nehmt ihr dann einfach eure Stufen und füllt dann hier einfach die Decke aus. Zack. Fertig, ne? Gleich auf der gleichen Höhe, wie wir hier den Block haben. Andere Seite auch. Ziehen wir gleich einmal zu. Bei der Mitte wollen wir natürlich noch ein bisschen weiterziehen. Hier setzen wir insgesamt jetzt noch weitere zwei Kupferreihen auf. Und die dritte Reihe. Wunderbar. Und dann wiederholt sich wieder das Spiel. Das heißt, hier drauf setzen wir dann wieder zweimal unsere hellblaue Keramik. Und zu guter Letzt nochmal eine weitere Kupferreihe. Habt ihr denn die Kupferreihe da auch noch einmal drauf platziert? Nehmen wir wieder einmal unsere glatten Steinstufen und dann könnt ihr hier einmal die Decke reinziehen. Nach der Decke bleiben wir immer noch bei unseren Stufen und setzen jetzt, würde ich mal sagen, bei der dritten Reihe jetzt hier von unserem Kupfer nochmal mit unseren Stufen hier so eine Blockreihe einmal lang. Die ziehen wir hier auch wieder einmal ringsrum, außer über den Eingang. Da braucht ihr das Ganze nicht machen. Also nur die Seiten und die Rückseite macht ihr damit. Zu guter Letzt bleibt natürlich noch der Eichenzaun übrig. Den können wir uns hier noch mal ein bisschen verteilen. Was sagen, setze ich mir mal zwei hier hin. Das soll das Ganze hier so ein bisschen abstützen, dass ich in der Mitte so drei Blöcke hier nochmal habe auf der Rückseite. Und an den Seiten könnt ihr euch aussuchen, wo ihr euch das hinmachen wollt. Ihr könnt euch das, sage ich mal, hier vorne hinmachen, optisch. Oder ihr macht euch das auch gleich einmal hier noch. Ups, hier nochmal so ran. Das ist euch überlassen. Tja, dann wollen wir uns natürlich noch einmal anschauen, wie es innen drin aussehen könnte, wenn wir uns natürlich das noch ein bisschen dekorieren. Ich habe das alles ein bisschen mehr schlicht gehalten. Zum Beispiel, wir kommen hier rein. Da habe ich mir noch gedacht, dass ich mir hier noch eine kleine Sitzecke mache. Wir haben ja auch, sage ich mal, so ähnliche Unterwasserpflanzen. Und da kann man das immer gut in Blumentöpfen so ein bisschen darstellen. Ich meine ja diese Kamisinenwurzeln. Ganz ehrlich, das sehen ja aus wie so Unterwasserpflanzen. Ne? Das passt ganz gut hier bei SpongeBob. Tja, dann habe ich natürlich jetzt hier zwei Läden einfach mal gemacht. Zum einen jetzt hier so ein bisschen Krimskrams, ne, so alles Mögliche, was man hier machen kann. Wir haben auch die Möglichkeit, die Wände noch ein bisschen zu bearbeiten. Hier habe ich mir gedacht, dass ich mir noch so ein kleines Regal in die Wand einbauen kann. Wir haben ja ein bisschen Luft dahinter. Ne, das kann man ruhig machen, aber so ein bisschen, das reicht hier. Ne, und auf der anderen Seite vielleicht so einen kleinen Klamottenladen, wenn man möchte. Die sind halt so identisch aufgebaut. Kassenbereich, ne, der darf natürlich nicht fehlen. Tja, und das war es eigentlich schon. Tja, das reicht eigentlich auch schon aus, ne, für so eine Mall. Wir können natürlich noch einmal rausgehen. Hier habe ich natürlich auch noch mal ein bisschen was gemacht. Ich habe mein Schiff natürlich hier schon gleich so ein bisschen platziert, natürlich mit Straße und natürlich auch Parkplatz da vorne, dass hier auch die ganzen Boote natürlich parken können. Die Kenner von euch, die wissen ja, dass die Mall natürlich auch noch so ein Willkommensschild hat. Da steht eigentlich drauf Bikini Bottom Mall. Ist natürlich so verhältnismäßig zu Banners, dass man sich das heraufschreiben kann, natürlich ein bisschen groß, wenn man es natürlich komplett ausschreiben will. Von daher habe ich jetzt hier die Abkürzung gemacht BB, ne, für Bikini Bottom und dann halt die Mall. Das reicht eigentlich völlig aus. Ich habe mir das auch gleich auf beiden Seiten beschriftet. Und ihr wisst ja alle, bei SpongeBob ist ja eigentlich, ja, besteht die Welt eigentlich nur aus einer langen Straße. Da gibt es nicht wirklich Abzweigungen. Und das habe ich mir jetzt hier auch hier so gemacht, dass einfach man von der Hauptstraße abbiegt. Und dann führt halt eine weitere, unendlich lange Straße natürlich gleich zum Mall. Und die,
ja, biegt dann ab und dann geht es wieder in die Endlichkeit. Ich bin ja immer noch am Schauen, wie ich mein Bikini-Body mir jetzt in Zukunft noch gestalten will. Ihr könnt gerne Vorschläge mal reinschreiben, was als nächstes hier mal vielleicht gebaut werden soll. Letztes Mal hatte ich auch gelesen, da hat sich einer den Strand gewünscht von SpongeBob. Aber da würde ich mal sagen, bevor wir zum Strand kommen, baue ich erstmal die Quallenfelder. Bin ich noch am Überlegen, wo ich mir die hinsetze, aber ich gehe mal von aus, wo irgendwie gegenüber von SpongeBobs Ananas. Naja, müssen wir mal schauen. Na gut, dann war es das erstmal wieder für heute. Ihr könnt gerne auch in die Infobox schauen, da gibt es noch weitere tolle Videos. Oder abonniert gleich den Kanal, bleibst immer auf dem laufenden Stand. Dann hören wir oder sehen uns bestimmt wieder zur nächsten Folge wieder. Haut's rein, bleibt gesund und ciao.